Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns heute in Bad Karlstein und ja, werden mal noch wieder eine kleine Runde mit dem S417UL fahren. Das ist, wie ihr sehen könnt, schon die längere Variante. Und in dem Fall auch im Gegensatz zur Business-Variante eben der Dreiachser mit gelenkter hinteren Achse, wie man das eben kennt. Genau, das haben wir heute mal so ein bisschen einen Bus, der so ein bisschen anders ist als den, den wir uns in der Folge gestern angeschaut haben. Heißt mit ein bisschen, ja, auch eher so Reisebus-mäßiger Ausstattung, also dass man den auch dann tatsächlich ein bisschen außerhalb von Linienfahrten einsetzen kann. Genau, ne? Was man auch gleich, können wir ganz kurz reinschauen, an den Sitzen sieht, hier verbauten Sitze. Genau, die sind quasi abhängig vom Repaint. Also da kommen dann teilweise auch noch die Sitze. Kann man sich natürlich auch ein bisschen in der CTI dann notfalls selber umändern. Aber ich habe jetzt ja mal das Repaint gewählt, wo die mit drin sind. Und der UL hat eben verglichen mit dem Business auch ein anderes Dashboard, ein bisschen anderes Lenkrad. Sieht ein bisschen anders aus. So, einmal angemacht hier. Das dauert auch mal einen kleinen Moment. Dann wollen wir nochmal den Bus initialisieren. Das ist ja soweit erstmal irgendwie ganz ähnlich. Ja, kann mir schon dauern, ne? 8522 fahren wir ja. Das wird auch, glaube ich, ganz lustig. Linienliste habe ich nicht installiert. Ich hoffe, dass, okay, das passt. 1506 und so. Chipkarte wollen wir einmal drauflegen. Dann die 1506. So, Fahrt. 4092. 757. Zack. So. Linie. Jetzt gucken wir, ob die 8522 passt oder ob du es gerne ein bisschen kürzer hättest. Ja, sieht zumindest irgendwie richtig aus. Wir fahren nach Bad Karlstein. Und zwar von Kirlach aus. Genau, da passt. Startzeit der Fahrt. Ich glaube, da war um 10. Wenn ich mich nicht ganz täusche. 10 Uhr 00. Viel Spaß. So, Abfahrt. Ja, da passt. Müsst ihr da unten noch schildern? Kannst du jetzt eigentlich auch vierstellige Linien nummern oder eher nicht so? Oh, ja. 8522. Ja, nicht schlecht. Ich freue mich ein Keks, du. So, bitte warten. Route, die 2. Da hat nicht gefunden. Ja, da müssen wir wohl vielleicht die. Da passt nicht so. Also machen wir die hier mal raus. Dann ist die 522. Route 2. Ah, sieht doch schon besser aus, ne? Wunderbärchen. Okay. Das passt. Dann wollt ihr wahrscheinlich auch hoffentlich gleich mit. So, kriegen wir das denn auch irgendwie noch notfalls? Ich guck mal jetzt kurz, ob ich das vielleicht noch nachgeschildert bekomme. Bad Karlstein 8522. Wenn das nie funktioniert, ist das halt so. Wir können schon mal ein bisschen Licht im Fahrgastraum anmachen. Damit die Fahrgäste mal ein bisschen was zum Sehen haben. Auch wenn es jetzt nicht ganz so früh am Tag ist. Ach, guck mal. So wollten wir das haben. Schön, schön. Dann. Warte mal. Ihr wollt mit und ihr? Für wen seid denn ihr da? Seid ihr schon andere Linie? So, ich stelle mir die Sicht mal wieder ein. Wir sind auch schon beim anderen Spiegel. Um uns auch mal ein bisschen die Vergleiche zur anderen Variante zu ziehen. So. Jetzt warte schon mal im Moment. Ich bin auf das Fenster da. Anders geht das ja nicht. Einzelfahrschein Erwachsener. So, was kostet es? 60, ist aber günstig hier, du, geh. 40, ah ne, wir haben ja D-Mark. 40 und 3. Jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. 2 und 1. Bitteschön, ne? Hallo. Hallöle. Ein Kinderfahrchen, kannst du das mir bitte noch ein kleines bisschen leiser sagen? Ich hab dich leider, ich verstehe dich leider zu gut. Einzelfahrt, Kind. 75, also 25. Bitteschön. So. Genau. Achso, ist ja stimmt. Ich habe die Sicht so komisch eingestellt. So, jetzt sagen wir, fahren doch gleich mal los. Und da können wir mal ein bisschen noch das aufarbeiten. So ein kleines FAQ. Also Fragen, die ich das häufigeren mal gehört habe unter der letzten Folge. Wollt ihr jetzt doch noch mit, oder was? Ist das euer Ernst? Ich stand zu weit vorne, ne? Ja, kommt halt mit. Wir haben einen großen Bus. Vor allem, es fährt ja lang keiner mehr. Ich habe gerade mal geschaut im Umlauf.
Der fährt jetzt dann erstmal auf den Hof, wenn wir bei Bad Karlstein sind. Und da steht er auch eine Weile. Das heißt, das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass wir euch jetzt mitnehmen, weil sonst steht ihr eine Weile lang da ohne Busverkehr, ne? Boah, wieder einfach Abfahrt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen in der Kasse steht. Ja, sorry, du Model, Seit jemand aber sehr viele Fahrscheine haben. Kann das sein, dass das hier auf Bad Karlstein so ein Thema war? Ich glaube ja. Hi. Okay, da kann ich quasi in der Kassiersicht bleiben. Jedes Mal, wenn wir da sind. 50, 20 und einen. Bitteschön. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Ja, erzählen Sie mir bitte Ihre Lebensgeschichte. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. 50 und einen. Bitteschön. So, jetzt aber Abfahrt. So. Ich wollte die Folge gestern ein bisschen aufarbeiten. Also die Sachen, die mir, also die großen Teil quasi mit dabei waren, ging es quasi um die Schaltwagen-Varianten. Jetzt standardmäßig zu Release sind tatsächlich ausschließlich Schaltwagen mitgeliefert. Also alle Varianten sind ausschließlich per Handschaltung zu betreiben. Es ist allerdings schon seit einer Weile auch direkt vom Originalentwickler tatsächlich eine Automatik-Variante in Arbeit. Und die wird dann quasi eben per Update mitgeliefert. Ich habe das schon ein paar Leute auch immer in den Kommentaren beantwortet. Ansonsten hört das jetzt hier. Auch weitere Fixes sind in Arbeit und auch tatsächlich noch weitere, in Anführungsstrichen, Features. Wie zum Beispiel per CTI-Variable steuerbare Anzeigen. Das heißt, dass man nicht nur hier vorne eine Matrix hat, sondern wie es ja auch verschiedene Verkehrsbetriebe auch eingebaut haben an der Seite und hinten. Dass man das einbauen kann, dann hat er natürlich Bugfixes sowieso. Was halt auffällt, daran wird gearbeitet. Dann gibt es tatsächlich, habe ich gelesen von Perutinus, ist ein Sound-Update in Arbeit und zwar halt nicht irgendwie als Mod in Anführungsstrichen, sondern das kommt dann auch wirklich mit. Das heißt, Perutinus arbeitet jetzt offiziell gerade am Sound des Busses und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich, da freue ich mich tatsächlich wirklich drauf, weil der Sound von den Bussen hat mich bis echt immer von den Socken gehauen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch hier dann ganz cool wird. Ach, der wollte wieder einen Fahrschein haben. Ne? Zack, zack. So, da waren ein 60, 40 und 3. Oh. Sorry, ich habe mich... Das ist ein bisschen viel. Oh. Ja, warte mal, hab den Zehnerle vergessen, oder was? Dankeschön. Ja. Hallo, ich brauche eine Fahrkarte. Das machen wir doch. Und 40, 3. Ach, ja, ich... Ah! Einen normalen Fahrschein, bitte. Ich mit ihren Fahrkarten hier, das ist ja unfassbar. 1, 2, 3, 4 und 3. Bitteschön. Jetzt haben wir es aber mal gelernt. So, das sind so ein paar Sachen, die man, glaube ich, jetzt hier mal aufholen sagen kann. So, dann Mods und sowas zu den Logos habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Ich kann mir das aber bei dem Lenkrad auch vorstellen, dass es ein bisschen kompliziert ist. Ich habe mir das zumindest grob mal angeschaut und das ist so, dass das Lenkrad quasi nur als halbe Textur vorhanden ist. Heißt, es wird tatsächlich schwierig, dann dafür auch Mods zu erstellen. Gut, es gibt natürlich zwei verschiedene Lenkradvarianten. Wir haben jetzt hier ein anderes als bei der Business-Variante. Genau, also das ist so ungefähr der Stand. Ja, ich denke, jetzt haben wir ein paar Sachen irgendwie aufgearbeitet, die da häufig drin vorkamen und vor allem von denen ich auch noch weiß, hoffentlich die Antwort weiß. Ich weiß auch, ich kann die Sicht machen wir mal nicht ganz so weit drüber, ne? So. Aber ich finde tatsächlich, wenn man so ein bisschen gefahren ist, jetzt habe ich ja nach der letzten Folge so ein bisschen Übung, ist es tatsächlich auch ein angenehmes Schalten. Also gefällt mir jetzt von da aus tatsächlich her ganz gut. Genau. Soweit, so gut. Ansonsten hoffe ich, haben wir da erstmal alles gemacht. Also ich glaube, die Frage mit dem Schaltwagen war tatsächlich extremst häufig und halt eben die Tatsache, dass der Sound nicht wirklich passt. Das war so quasi der Ding. Genau. Soweit, so gut. Ich denke, dann haben wir da doch irgendwie gemacht. Das kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was irgendwie vergessen habe. Oh, wir müssen jetzt ja vorne. Das heißt, ich konnte jetzt auch gar nicht gucken. Das war das, was ich mir zum Kopf gemerkt habe. So, und ich mag auch die Sitze tatsächlich ganz gerne. Zumindest halt für den Überlandlinienverkehr. Das ist irgendwie eine Alternative, sondern für längere Reisen ist das jetzt auch nicht das Sitzmodell meiner Wahl. Weil ich, glaube ich, schon eher eine Ewigkeit nicht mehr, so in Anführungsstrichen mal länger in einem Bus gesessen bin, als jetzt auf einer normalen Linienfahrt irgendwie. Das ist schon ewig her.
Also jetzt auch also vor der ganzen Zeit mit dem nicht durch die Gegend reisen und so. Ich glaube, da habe ich schon lange nicht mehr in einem Fernbus gesessen. Irgendwie. Oder auch jetzt nicht auf einer irgendwie andersweitig gebuchten Reisebusfahrt oder so. Schon ewig nicht mehr so unterwegs gewesen. Also wenn dann halt in letzter Zeit immer mal Linienbus irgendwie unterwegs. Und ich muss sagen, was auch tatsächlich wirklich nachlässt, ist der Einsatz von... So, ja. Ja. Haben wir trotzdem die Züge Vorfahrt, müssen wir vorsichtig ranfahren, theoretisch. Also was auch tatsächlich nachlässt in vielen Bereichen, ist ja der Einsatz von eben solchen Kombibussen im Linienverkehr. Zumindest die, die nicht LE sind. Es gibt ja noch den LE-Business von Setra. Und sowas wird halt häufiger mal eingesetzt. Mit dem war ich jetzt auch schon ein paar Mal unterwegs in letzter Zeit. Aber solche klassischen Busse, die jetzt kein, also wie jetzt der hier, die keinen Tiefeinstieg haben, die halt also nicht barrierefrei sind, sowas findet man jetzt halt immer seltener im Linienverkehr. War halt bis vor ein paar Jahren noch anders, als es mit den Ausschreibungen halt noch nicht so ein Thema war. Also als es unterm Strich dann halt mehr oder weniger egal war, mit was man, du kannst auch gerne sagen, dass du einen Fahrschein willst. Also als das halt noch nicht so ein Thema war mit Barrierefreiheit und so, als das noch nicht in der Ausschreibung quasi festgelegt war, dass das halt irgendwie niederflurmäßig erreichbar sein muss, finde ich aber tatsächlich eine positive Entwicklung. Das hat nur damals, als ich noch wesentlich häufiger mit dem Bus unterwegs war, da fuhren dann auch mal wirklich Hochdecker oder sowas, Neoplan, Cityliner, also alles mögliche und auch nicht nur auf den Schulbusumläufen, sondern auch mal zwischendrin auf einer normalen Linienfahrt, wenn halt der Subunternehmer die Fahrt bekommen hat. Gibt auch bestimmt noch ein paar Bereiche, wo das so ist, aber ich denke mal durch die vielen neuen Ausschreibungen vom Nahverkehr, da wird dann halt tatsächlich festgelegt, dass barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz kommen müssen. Und da ist dann zum Beispiel halt ein Einsatz von dem S417UL zum Beispiel, wie dem hier jetzt halt kein Thema mehr. Ich fand es immer ganz komfortabel, ich kann aber nachvollziehen, dass halt für den normalen Liniendienst es halt echt extremst unpraktisch ist, nicht barrierefreie Fahrzeuge einzusetzen. Genau, also außerhalb jetzt immer so von klassischen Schülerverkehren ist das halt echt kritisch. Deswegen gibt es ja auch, denke ich mal, so eine Modelle wie den S41X Business von Setra, also LE, die halt genau das quasi da diesen Spagat halt machen, der früher mit solchen Bussen halt eben getan wurde. Jetzt gerade bei Subunternehmern, die dann halt eben damit einen, ich glaube, Doppelverdiener wurde das dann auch irgendwie immer genannt, dass du dann halt unter der Woche halt als Subunternehmer Linienfahrten anbieten kannst und damit am Wochenende dann trotzdem Ausflugstouren fahren. Wobei das mit dem LE-Business weiß ich gar nicht, ob ich damit so weit wegfahren wollen würde. Ne? Also da ist das Fahrzeug hier schon eher dafür geeignet. Ja, aber unterm Strich, ich bin es auch irgendwie tatsächlich immer noch extrem happy, dass es den Bus hier jetzt um sich gibt. Habe ich ja, glaube ich, auch letzte Folge schon so ein bisschen raushängen lassen, dass ich da eine ganz schöne Weile lang drauf hingefiebert habe. Viele von euch auch irgendwie, wie ich mitbekommen habe in den Kommentaren, tatsächlich auch. Ist auch ganz schön. Und ja, dass das Release jetzt auch ein bisschen unverhofft kam. Also bei Hamburg und sowas hat man ja tatsächlich ein paar Tage vorher dann auch schon mitbekommen, oh, geht aufs Release zu. Bei dem Bus habe ich es auch schon eine Weile lang gedacht, ja, jetzt müsste mal bald soweit sein, aber dass das jetzt tatsächlich dann so gestern auch kam, war so ein bisschen, also kam tatsächlich für mich relativ unerwartet. Freut mich aber tatsächlich, dass es so ist, ne? Da können wir heute Abend im Stream auch ein bisschen was damit anstellen. Wie gesagt, ich habe tatsächlich mal vor, die Reisegruppe in Steinkirchen da damit zu fahren. Mal gucken, welche Variante wir dann brauchen, ob da der 12er reicht mit den Fahrgästen. Steht ja dran, wie viele Leute da theoretisch mitfahren in der Reisegruppe. Und dann können wir da entsprechend dann die Busgröße wählen. Haben wir auch, glaube ich, alle Varianten mal irgendwie durch. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Sache. So. Und auch hier für die Karte tatsächlich, ne? Passt auch. Also für viele Überlandkarten hat man jetzt, finde ich, echt ein cooles, modernes Pendant. Was auch echt gut läuft. Ich sehe, der Spiegel wird auch zumindest gefühlt die ganze Zeit mitgerendert, ne? Wird bloß nicht angezeigt. Das ist auch für eine Performance her halt zumindest mal, wenn man in den Spiegel guckt, dann ganz angenehm. Und auch sonst finde ich gut, das ist natürlich nicht die performance-fressendste Karte des Todes. Aber
Ich hatte auch bezüglich den Ladezeiten ist das halt echt eine schicke Sache. Ich habe mir auch die Texturen schon mal grob ein bisschen durchgeguckt, tatsächlich, um mal zu gucken, wie schwierig das jetzt ist, da Setra-Logos drauf zu... Naja, stimmt, das war ja hier die Kurve, ne? Ich muss einmal ganz kurz rückwärts, ne? Also wie schwer das jetzt hier ist, quasi das ganze Setra zu branden. Für das Außenmesh ist es kein Problem. Das heißt, außen drauf kriegt man die Repaint abhängig hin. Also das ist quasi in dem repaintbaren Bereich der Texturen. Das heißt, falls es jetzt dann demnächst ein paar Repaints gibt, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die dann teilweise auch mit Logo sind. Und ja, wie gesagt, das Lenkrad ist halt ein bisschen problematisch, dass da halt keine komplett runde Textur gibt, sondern das ist halt im Prinzip nur der Halbkreis. So, ist natürlich texturensparend, deswegen läuft der Bus auch, finde ich, relativ performant. So, wir müssen hier Trick 17 mit Selbstüberlistung anwenden. Ja gut, so viele Tricks gibt es hier gar nicht. Ihr müsst ja eigentlich in der Mitte vom Bus. Ne? Er wird echt nicht, also... Ich kriege euch echt nicht mit, ne? Jetzt seid ihr relativ nah am Zentrum des Busses. Ja gut, wenn ihr also... Irgendwann ist auch echt Feierabend, ne? Da kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ja. Alter, oh. Ja, sorry, dann, also, du müsst jetzt halt ein bisschen da weg. Achso, ne, ich wollte. So. Wir gehen mal davon aus, wir gehen jetzt weg da hinten und davon rumziehen. Naja. Achso, wollte jemand aussteigen? Da tun die ja. Nee, gut, dann hätte ich mir den Schlenker ja sparen können, aber weiß ja nicht. Und der Fahrplan schaltet auch nicht weiter, das heißt, ich muss wohl schon mal hier reinfahren. Und es ist auch ein schöner Abschnitt, ich mag ihn ja auch tatsächlich echt gerne. Sind das eigentlich Weinreben? Ist das gar nicht aufgefallen? Ja, Tatsache. Ja, gibt aber, dass es hier so sonnig ist, hm? Weiß ich nicht. Hat bestimmt ein interessantes Bouquet. Ja, ja. Ach ja. Schön, schön. Aber soweit, so gut. Ich hoffe, das passt halt irgendwie. Auch unterm Strich, denn alles irgendwie. Oh ja. Ach, schön. Ach, Manni, komm, setz dich doch mal hin. Ist doch Platz genug. So. Ja, vielleicht nicht ganz so schnell werden hier. Ich habe auch mal irgendwo zumindest mal in dem Eingangspost was gelesen von Retarder. Also vom Development-Post, da stand ein paar Sachen, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich mehr so Stimmen unterm Strich. Aber bin echt mal gespannt, was da noch an Updates kommt. In der Webdisk gibt es auch schon halt eben einen Thread für das Fahrzeug, wo auch tatsächlich der Entwickler dann immer relativ schnell Feedback und sowas gibt. Also da wurde auch gleich schon Day One ein kleiner Patch quasi veröffentlicht, bis der dann halt bei Steam durchkommt. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass er da echt gut dahinter ist und nicht so Fire and Forget mäßig einfach einen Bus veröffentlicht und dann sagt, ja, legt's mir nur am Arsch und gebt mir euer Geld und lasst mich in Ruhe, sondern das scheint tatsächlich so zu sein, dass da auch Sachen eingearbeitet werden. Wie gesagt, da freue ich mich tatsächlich dann auch drauf. Viele von euch dann scheinbar auf die Automatik-Variante. Ich bin ein großer Freund vom Schaltwagen hier. So. Das schaffen wir uns ein bisschen beeilen. Da ist auch ordentlich was an Motorstärke da, ne? Also ich habe bisher, glaube ich, so gut wie noch nie wirklich komplett durchgetreten. Den kannst du echt so auf ein ganz bisschen Gas fahren. Ist halt auch ein Fahrzeug, womit du dann halt mal, wenn alle angeschnallt sind, was ja nicht gehen sollte bei dem Sitzmodell, da auch mal schon 100 auf der Autobahn heizen kannst. Von daher brauchen wir da auch ein bisschen Leistung. Oder wenn das mal ein bisschen in bergigerem Terrain eingesetzt wird. Terrain ist auch ein tolles Wort. Ja, so spricht man Terrain aus. Ja, nee, Terrain mit ganz viel Öl. Gut, hier ist er. Das ist ja auch ein bisschen bergiges Terrain, ne? Aber wir sind nicht ganz so schnell unterwegs, weil es halt auch ein bisschen kurviger ist von Stelle zu Stelle. Deswegen habe ich jetzt auch nicht im fünften geschaltet. So, was ist denn hier? Bin ich 30? Oh, ja. Ah, ja, ich... Ja, okay. Ich weiß, warum. So. Mal den dritten Mal dazu rein. So, ich glaube, da müssen wir ein bisschen...
Also motorleistungstechnisch ist das hier easy. Also ich stehe maximal auf Halbgas, hier hochzukommen. Das ist echt was Starkes. Also wenn ich jetzt hier drauf treten würde, ne, ihr seht das, da kickt noch der Turbo rein und dann ist das eh Feierabend, da kommst du hier hoch. So. Und noch eben schön, dass wir hier quasi bustechnisch die verschiedenen Längenvarianten mit dabei haben. Ich glaube, so langfristig wird dann trotzdem der 15er irgendwie mein Lieblingsmodell. Einfach auch, weil Standardlänge irgendwie, damit kommst du, glaube ich, überall ganz gut klar. Weil es auch hier eben den 17er, um ein bisschen die nachfragestärkeren Bereiche halt irgendwie noch zu bedienen, wird jetzt die Linie hier wahrscheinlich nie sein. Der Bus ist ja relativ leer. Ja. Ist halt aber auch noch so ein Dingens hier und so, ne? Wahrscheinlich irgendwie, ja, von der Schulfahrt davor oder hier, ich glaube auch ganz klassisch auf der Karte. Ich glaube, das wäre auch genau so eine Situation, die ich halt vorher beschrieben habe. So, hast dann halt irgendwie im Berufsverkehr mal noch einen Verstärkerumlauf, theoretisch von irgendeinem Subunternehmer. Also, falls jetzt hier, ich glaube, hier ist das ein Bahnbus unterwegs, da spielt ja auch, glaube ich, in den 90ern oder so. Ein Bahnbus unterwegs und dann fährt halt auf einem Umlauf noch irgendein Subunternehmer, wie jetzt hier zum Beispiel wir mit dem Bus, und dann fährt halt auch mal irgendwie ein größeres Fahrzeug auf der Linie. Ja, passt natürlich jetzt von der Jahreseinstellung her nicht 100%, aber ich glaube, das werden wir wohl alle miteinander irgendwie überleben. Hier sind wir auch schon im nächsten Kaff hier, ne? Ja. Man fährt ja doch recht viel und hält recht wenig, aber ich glaube, das ist auch genau so eine Umgebung, wo ich glaube, das Fahrzeug hier auch echt zum Einsatz kommen könnte, wenn das jetzt hier in der heutigen Zeit spielen würde. Also ich würde es ein bisschen kritisch hier, ne? Mit, ja gut. Stehen wir denn hinten noch im... Ach doch, da passt jetzt hier von der zweiten Tür hier, ne? So, ach ja, wieder ein Fahrschein. Ja klar, Tageskarte. Aber kostet ja Spaß. 3,35, 40, 50, 4 und 6. Achso, ich hätte auch den 5er nehmen können. Naja. Grüezi miteinander. So, zack. Ich habe auch schon, ne, also nochmal, letzte Folge habe ich das jetzt nicht benutzt, aber man kann auch tatsächlich halt hier natürlich die Heizung anmachen, aber irgendwie erst ab 45 Grad Motortemperatur. Das fand ich eine ganz interessante Sache. Jetzt können wir quasi hier dann das Gebläse anmachen. Dafür müsste man quasi mit Reheater erstmal dran. Aber ja, wir lassen mal das wahrscheinlich potenziell verglichen mit dem sonstigen Buslautstärke recht laut. Achso, ich glaube, wenn der ready ist, glaube dann blinkt das da. Ne? Also ihr seht am Klimaanlagensymbol, das blinkt. Und das tut es halt, glaube ich, wenn das bereit ist, wie ich das verstanden habe. Und runter klappt das halt nicht. Dann kommt dann im Display so ein, nee, mach mal noch nicht an. Logo, das einem dann quasi sagt, nee, geht noch nicht. Was ich interessant finde, eigentlich, auch wenn man dann theoretisch die Klimaanlage benutzen wollen würde, wenn es zu warm ist und das ist noch zu kühl, das dann auch nicht klappt. Interessant auf jeden Fall. So, jetzt aber. So, ach man, der fährt da, das heißt, der fährt da seine Bahn, der läuft da seine Bahn. Eigentlich schwimmt man seine Bahn, ne? Das ist da ein bisschen nicht so hundertprozentig. So. Ach ja, aber er ist doch echt, es ist doch schön hier. Genau dieses Überland-Feeling mit dem Bus, das ist einfach, das Ding, wenn so die Zeit stehen geblieben wäre. Wobei ich glaube, sonst müsste der Bus halt irgendwie recht leer sein. Sonst in solchen Überlandsituationen sind meistens so zwei Fahrgäste drin maximal. Aber auch schön, wenn der Busverkehr hier angenommen wird. So. Mal aussteigen? Nee. Mal ein bisschen undeutlich von der Anzeige. Muss man ein bisschen genauer hingucken, ne? So, einmal rein mit euch. Hallo. Ach, ihr wollt alle Fahrkarten haben.
So, ein 60, das sind 40. Und, ach, du hast Dingens gegeben, ja, dann machen wir 8 so. Bitteschön. Einmal normal. Einmal normal. Irgendwann sollte ich es besser kassieren können. Danke. Bitteschön. Hat die mit ihren 100 Fahrscheinen hier. Na gut, wenn du eigentlich überlegst, wenn du hier keine Monatskarte hast, schon da warst du bis zum Fahrgang, hast gesagt, fahrt bitte und so, zack, Geld draufgelegt. Das hat halt echt abgenommen durch Abo-Fahrkarten und Online-Tickets und so, aber wird schon noch so gewesen sein. So, gut, dann machen wir hier mal Linienfahrt. Was sagt denn echt die Verspätung? Ist gar nicht. Ich kenne jetzt die Kasse auch noch nicht so intuitiv, dass ich jetzt wüsste, dass Rot Verspätung ist. Aber ich glaube, Rot war Verspätung. Also als wenn wir noch zu früh waren, da war das ja so vielleicht schwarz hinterlegt oder so. Jetzt, ich glaube, ab der Abfahrtszeit war das dann Rot. Heißt, wir sind auf jeden Fall zumindest schon mal nicht zu früh. Was ich jetzt bei meinem Fahrstil auch nicht wirklich vermute. Aber ich wüsste es auch nicht. Ich würde es auch, glaube ich, nicht sonderlich viel schneller fahren wollen. Oder ich würde auch, wenn ich jetzt hier unterwegs bin als Fahrgast, nicht wirklich wollen, dass der Busfahrer schneller fährt. Ja, können wir in der nächsten Station da mal gucken. Was denn die Verspätung da so macht. Ich meine, klar, 40 im Überland fahren ist jetzt nicht so die Geschwindigkeit, aber bei den Kurven da, ich glaube, da wird es dann sonst dem einen oder anderen eher einen kleinen Ticken schlecht. Ja, nee, eben. Hier auch wieder. Ah, hier ist der Teil mit der Brücke. Schön, schön. Ja, siehst du, genau, wenn ich jetzt mit 50 durch die Kurve fahre, sind wir ein bisschen schnell. Also machen wir das mal eher nicht. Ah, es ist auch ein schöner Spot hier, ne? Haben schon einiges an. Ups, da. Einiges an Thumbnails aufgenommen hier. Haha. Oh, Gegenverkehr. Das ist schlecht. Ja, okay, gut. So schlecht ist das jetzt auch nicht. Ist auch nicht 10 von 10 schmal die Straße, deswegen. Bounding Box passt? Okay. Ich habe auch irgendwas gelesen in den Fixes, dass irgendwas mit der Bounding Box scheinbar nicht stimmt. Ich hatte jetzt bisher noch keine schlechten Erfahrungen, aber da kann ja noch kommen. Dass wir dann irgendwo gegenömmeln, wo wir sonst nicht gegenömmeln würden. So, gut, hier können wir ein bisschen. Wenn ich jetzt wüsste, wie es hinter der Kuppe aussieht. Ja, ein bisschen kurvig. So. Auch wenn man jetzt hier natürlich, ich sag mal, den klassischen Dorfbusfahrer-Fahrstil anwenden könnte, der ich die Kurven heizt, weil er seine Hut hier halt kennt. Ja. Ist dann die altere Alternative. So. Dann gucken wir uns ja aber echt mal ganz kurz nach der Fahrzeit. So. Ups. Ich gucke erstmal in die Kasse. Hallo. Ja. Das sieht legitim aus tatsächlich. 3 Minuten Verspätung kann ich akzeptieren. Bitteschön. Vor allem ist das wahrscheinlich die Zeit, die für die ganzen Fahrkarten draufgegangen ist. Schön, schön. So, ja gut, dann wir da mal abbiegen hier. Sehr gehaltvoller Kommentar, Josch. Ja, ich weiß, danke, danke, danke. Ich habe das mit dem Kommentieren über die letzten Jahre perfektioniert und weiß natürlich in jeder Situation schlagfertig, was zu erzählen und muss nicht auf solche situationsbeschreibenden Plattitüden zurückgreifen wie guck mal, das ist eine Kreuzung, wir biegen mal ab. Ja, also ich habe immer den unterhaltsamen Spruch auf Lage, den ihr von mir erwartet. Klar, also seid ihr auch von mir gewohnt, ne? Das ist genau das Thema. Genau dafür stehe ich mit meinem Namen. Uiuiui. Das hat jetzt nach aufgesetzt geklungen, als wenn wir jetzt aufgesetzt sind. Irgendwo. Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht sonderlich viel Platz, glaube ich.
zum Boden hin, ne? Du bist ein längeres Fahrzeug. Ja, da kann schon sein, dass der aufgesetzt ist wahrscheinlich, ne? Weil wir da ein bisschen zügiger über die Bodenwellen sind. Ja, mit 30 ein bisschen zügiger ist relativ, aber... Hätte man natürlich ein bisschen langsamer können, das ist mir dann auch währenddessen aufgefallen. Aber ich wollte das ja nicht der Schleichbusfahrer sein. Vor allem, wenn wir Verspätung haben und... Ja, wenn wir Bad Karlstein sind, geht's ja in die Pause, ne? Das heißt, das geht jetzt hier 1:1 von meiner Mittagspause ab. Wenn wir da später dran sind, wollte ich mich da ein bisschen beeilen, weil das echt alle aus... ist jetzt egal. Steigen wir nochmal welche ein. Wir fahren ja nicht alleine, ne? Ist aber auch einer der uncooleren Unfälle, ne? Hm. Ja, ich habe meinen Bus kaputt gemacht. Boah, was ist passiert? Erzähl mir schon voll die krasse Story. Ja, ich bin an der Bodenwelle zu schnell gefahren und das Fahrzeug ist aufgesetzt. Boah. Es klingt auf jeden Fall wie eine richtig spannende Story, ne? Hm. Naja. Mir wird das schon passen. Mit richtig viel Action nicht. Und vor allem, du bist halt 10 von 10 selbst schuld dran. So, kannst ja nicht mal sagen, ja, alle andere Mitschuld, Teilschuld, keine Ahnung. Nee. Komplett selber versemmelt. Aber wenn der Busbetrieb Glück hat, hält sich da der Schaden in Grenzen. So, da ist frei. Da sehe ich jetzt nicht so viel. Ich probiere es einfach mal. Ja. Nicht so viel los. Die sind alle auf diesen fantastischen ÖPNV stolz und fahren natürlich gerne mit dem Bus. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt bestimmt auch noch so eine Region, die jetzt heutzutage irgendwelche Fördermittel bekommt, um dann so einen Stundentakt oder sowas da aufzubauen. Ich merke das jetzt in Baden-Württemberg. Da gibt es jetzt ja einige Buslinien tatsächlich. Also vieles auch solche, die dann den X davor haben, so Expresslinien oder sowas in der Art, die dann halt vom Land gefördert werden. Und wo dann halt quasi früher halt vielleicht dreimal am Tag ein Bus lang kam, kommt dann jetzt halt wirklich ein durchgehender Stundentakt und zwar wirklich von morgens um 5 bis irgendwie abends um 11 oder so. Also wirklich auch über eine lange Betriebszeit halt hinweg, um dann halt so das Rennen zwischen, ja, was ist denn zuerst? Da soll zuerst die Nachfrage steigen und danach steigt das Angebot oder erhöhst du erst das Angebot und hoffst dann, dass dadurch die Nachfrage steigt. Also um dem halt so ein bisschen entgegenzuwirken, um halt den ÖPNV in eher ländlichen Gebieten attraktiver zu machen. Wir müssen geradeaus, ne? Ach, wenn jemand aussteigt. Achso, wenn alle aussteigen, ne? Mein Beileid, dass ihr hier mitten im Wald jetzt raus wollt. Naja. So, und sie wollen mit? Ne, sie laufen, glaube ich, nur rum, ne? Ja. So, dann einmal raus mit euch. Macht mir Platz, Gefolge. Und lauft hier auf und ab, bis in 3 Stunden der nächste Bus kommt. Selber schuld. Wer sich von sowas einschüchtern lässt, der ist nicht hart genug für das Leben hier draußen. Naja. Also das ist auf jeden Fall irgendwie das Ding, also das ist ja safe auch so eine Gegend irgendwie, die dann irgend so einen Zuschlag bekommen für eine Förderung, dann für die nächsten 5 Jahre da irgendwie so einen Stundentakt hat und dann gefühlt 80% der Busse oder Fahrgäste irgendwie unterwegs sind, aber ja, irgendwo muss man halt echt ansetzen, also das Ding ist halt, ich habe das jetzt ja auch aus dem näheren Umfeld von mitbekommen, also wenn man jetzt halt, wie ich, Karlsruhe und Umgebung wohnt, ist halt ÖPNV sowieso schon immer das Thema und ich glaube, ab einem gewissen Punkt entfernt sich dann auch so die tatsächlich in der Realität befindliche Zuverlässigkeit und sowas wie Takthäufigkeit, entfernt sich auch tatsächlich dann irgendwann von dem, was bei den Leuten im Kopf halt so vorgeht. Also ich habe es halt gemerkt im Bereich, wo so eine Fancy-Buslinie aufgezogen wurde, die halt, finde ich, einigermaßen zuverlässig kommt und auch wirklich Top-Betriebszeiten hat. So Stundentakt halt für mitten auf dem Land ist halt schon 10 von 10. Und trotzdem wird das halt irgendwie, weiß ich nicht, angenommen, auch die Fahrzeiten sind in Ordnung, so, also jetzt nicht so, dass man da wesentlich länger unterwegs ist und trotzdem ist es so, ja, nee, ja, Bus, weiß ich nicht, so, also ich glaube, viel passiert da halt auch noch im Kopf, dass die Leute halt sagen, nee, ist irgendwie nicht und ich habe das noch als, ja, einmal am Tag kommt ein Bus in Erinnerung und ich glaube, das dauert halt ein bisschen.
Ja, das ist halt, glaube ich, echt so das Thema. Wie kriegst du ÖPNV auf dem Land gut ausgebaut? Also halt mich genau auch mit der Problematik, was machst du zuerst? Nachfrage erhöhen, abwarten oder halt erstmal das Angebot erhöhen. Auf die Gefahr hin, dass dann halt irgendwie ewig lang da keiner mitfährt, was den, ich sag mal, positiven Effekt, den ÖPNV ja haben sollte, Bündelung von Fahrten, auch nicht wirklich hat. Also, wenn du als ein Fahrgast in einem Linienbus sitzt, dann hast du unterm Strich für niemanden was getan, weil der Bus halt auch das Dreifache an Sprit frisst, wie jetzt halt ein normaler Kleinwagen oder so. Ja, da ist halt der Einspareffekt auch halt nicht wirklich da. Wenn er leer durch die Gegend fährt, auch noch besser. Aber irgendwo da anzusetzen, ich finde das halt schwierig. Ne? Deswegen ist es auch nicht meine Aufgabe, irgendwie ÖPNV zu planen. Ich weiß, mache ich tatsächlich in so Spielen wie City Skylines oder Transport Fever auch mal ganz gerne. Aber ich glaube, ich wüsste, dass ich die Entscheidung auch nicht treffen wollte. Weil was immer ein bisschen einfacher ist, ist, wenn du in einem, ich sag mal, ÖPNV-Nachfrage-starken Gebiet, wie jetzt halt oft Städte und deren Umland, also vor allem halt auch in Karlsruhe, finde ich, da ist halt durch das Karlsruhe-Modell und die Stadtbahn, ist da halt ÖPNV schon immer auch sehr positiv konnotiert. Auch wenn ich das halt eben damit vergleiche, wenn jetzt hier nur alle Stunde theoretisch in irgendwelchen Außenbezirken eine Stadtbahn kommt, ist das trotzdem gleich ein ganz anderes Mindset von den Leuten, die hier wohnen, weil, also da ist dieser Stundentakt dann eher was Positives. Ach guck mal, wir kommen auch jede Stunde eine Bahn. Und auf dem Land, das mit dem Bus ist halt irgendwie, ja, nicht ganz so, also ja, das ist halt dieses extrem subjektive. Gut, da gibt es natürlich noch die subjektive Wahrnehmung, Unterschied zwischen Bus und Bahn, dass da halt der Bus immer schlechter abschneidet, in der subjektiven Wahrnehmung. Habe ich schon lange versucht zu überlegen, woran das liegt. Also wenn du jetzt eine Schienenstrecke irgendwo halt hast und du fährst so, weiß ich nicht, mit, sagen wir mal, mit dem Regio-Shuttle oder sowas. Stadler Regio-Shuttle 1, Baureihe 650. Was ja nichts anderes ist als, ich sag mal, die Reinkarnation von einem Schienenbus. Also, meiner Meinung nach ist es kein Gelenktriebwagen, es ist ein Bus auf Schienen. Und wenn sowas fährt, ist die subjektive Wahrnehmung der Leute trotzdem irgendwie, dass das etwas, also sobald das irgendwie auf einer Schiene unterwegs ist, hat man da gleich ein bisschen mehr, setzt man da gleich ein bisschen mehr drauf. Das ist ja wie eine Stadtbahn. Also wenn ich jetzt eine Einzelstadtbahn aus Karlsruhe da drauf setze oder einen Gelenkbus, das macht jetzt wahrscheinlich nicht so viel aus von der Kapazität. Und trotzdem wird halt dann ein Schienenverkehr, finde ich, immer besser angenommen. Ich habe mich halt lange gefragt, woran das liegt. Also angenommen, ich habe jetzt eine und dieselbe Strecke und fahre da entweder mit dem Bus oder mit dem Schienenfahrzeug, dass viele Leute, vor allem halt die Gelegenheitsfahrer, eher mitfahren würden, wenn das halt tatsächlich eine schienengebundene Linie ist. Was auch, glaube ich, meine Erklärung dafür ist, warum diese ganzen Projekte mit, ja, wir stecken da jetzt so viel Kohle in den Busverkehr, in stündlichen, warum das halt wahrscheinlich nicht so gut fruchtet, weil auch wenn das Angebot wirklich vergleichbar mit einer Nebenbahn ist, ist einfach dieses, es ist halt keine Bahn, dass das echt einen riesengroßen Einfluss hat, einfach welche Art von Verkehrsmittel das ist. Ich kann mir echt nicht erklären, warum. Die einzige Idee, die ich so hatte, war irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine Schiene ist halt extrem präsent. Also auch wenn da gerade eben nichts fährt da drauf, ist einfach halt eine Schienenstrecke extrem präsent. Also wenn du dann mit dem Auto quasi parallel dazu fährst, wirst du immer wieder dran erinnert, guck mal, Schiene und so. Dass das halt einfach omnipräsenter ist. Du wirst dafür halt häufiger unterschwellig konfrontiert, weil du es halt häufiger einfach auch siehst, als dem Bus, der halt vielleicht genauso häufig fährt, aber mit dem bekommst du halt nur mit, dass es den gibt, wenn du halt wirklich den einmal pro Stunde das Fahrzeug an sich siehst. Und selbst wenn du den Zug nicht siehst, du siehst dann halt die Schienenstrecke. Also dass es halt dahingehend so ein bisschen so subjektives Empfinden halt irgendwie ist, aber ich kann mir das echt nicht erklären, dass die Sogwirkung von einem Schienenfahrzeug größer ist. Obwohl, ich sag mal, im Zweifelsfall, wenn da irgendwie ein Problem an der Strecke ist, du mit einem Bus halt flexibel darauf reagieren kannst, weil du halt besser Umleitungen fahren kannst, als jetzt auf einer eingleisigen Nebenbahn, da hast du keine Alternative. Also, die fährt dann halt nicht. Mit dem Bus kannst du immer noch irgendwo anders abbiegen. Was jetzt nicht heißt, dass ich
ein Verfechter von Busse fahren bin. Ich bin, wo geht, auch tatsächlich dann der Meinung, man sollte auf Schienenverkehr setzen und sowas. Aber ja, keine Ahnung. Also ich finde dieses Phänomen, warum das subjektiv in dem Bild von Leuten so einen großen Unterschied macht, das finde ich interessant. Und vielleicht habt ihr da ja auch noch andere Meinungen oder andere Ideen, an die ich nicht aufsetzen, an die ich bisher noch nicht gedacht habe. Aber das wäre echt das, was ich mit ihm erklären könnte. Also für den Fall, dass alle anderen Parameter halt eben identisch sind, wie Takt, Anzahl Plätze im Fahrzeug, Fahrtgeschwindigkeit, also wenn das alles gleich ist, wird auf einer Strecke gefühlt trotzdem immer eine Bahnnachfrage stärker sein. Also wenn du das Experiment quasi 2 Jahre lang machst, lässt quasi 1 Jahr eine Bahn fahren mit den gleichen Stats und das Jahr darauf halt den Bus mit den gleichen Stats, halt im Idealfall funktioniert es wahrscheinlich nur am besten, wenn du, keine Ahnung, das Gehirn von den Leuten zwischendrin löschen würdest irgendwie, sonst wäre das halt nicht repräsentativ, aber keine Ahnung, du müsstest ja 2 Szenarien bauen, die komplett identisch sind, bis halt auf die Tatsache, was da halt fährt. Und meine Prediction ist halt wirklich, dass das mit dem Zug wesentlich mehr Leute anlockt. Also A, sowohl halt dann dauerhafte Pendlerinnen und Pendler, die das halt regelmäßig nutzen, als dann halt auch sowas wie Freizeitverkehr an Wochenenden oder sowas, an Feiertagen, wo man dann sagt, ach ja, guck mal, dann ich nehme doch heute mal den Zug, ist doch mir auch schön. So, da gibt ja dann auch den Teil von Fahrgästen, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Also man muss, wenn man langfristig denkt, hat natürlich an die Leute kommen, die das halt regelmäßig nutzen, also unter der Woche zum Pendeln. Das finde ich ein Part, aber halt auch sämtliche Ausflugsfahrten, weil die dann halt auch mal echt lang werden können und zu Ausflugszielen. Wenn du da einen starken ÖPNV anbietest, ja, ist das halt auch, funktioniert das halt auch gut. Finde ich, also das merkt man, finde ich auch im Großraum Karlsruhe ganz gut, dass in die Ausflugsziele an Wochenenden die Züge dahin, finde ich, auch immer extremst gut ausgelastet sind. Also jetzt egal, wie krass fancy das Ausflugsziel jetzt ist, wenn es auch nur ein Wanderbereich ist oder so, ist, finde ich, da trotzdem immer gut was los und gefühlt die Fahrzeuge dann auch immer eher unterdimensioniert, dafür, dass da sehr viele Ausflügler, sehr viele Gelegenheitsfahrer da sind. Aber so ist das eben. Was man meiner Meinung nach mit einem Bus wahrscheinlich nicht erreichen würde, auch wenn du zum gleichen Ziel fährst. So. Ist erstmal nur so eine These, aber irgendwie gefühlt bestätigt sich das irgendwie immer wieder für mich. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu. Ach, jetzt läuft der Bus hin und her, gut. Vielleicht ist das unter einem Bus-Simulator-Video vielleicht ein bisschen kritisch, weil ich da vielleicht dann eher die Bus-Fans abbekomme. Die sagen, der Bus ist immer besser. Aber ich sag mal, viele von euch ja wahrscheinlich auch so ein bisschen breiter angelegt sind, was so das Faninteresse angeht. Ist ja bei mir auch so. Also bei mir schwankt das auch immer so ein bisschen zwischen Bus, dann, weiß ich nicht, Stadtbahn, über dann Züge. Also es ist, ja, weiß ich nicht, relativ breit gefächert das Interesse. Und vor allem auch interessanterweise, es ist mir in letzter Zeit auch extrem klar geworden, dass jeder auch so ein bisschen einen anderen Fokus auf sein Hobby hat. Also das hatte ich mal vor einer Weile schon, wo es um halt Zugsimulationen ging. Da gibt es ja wirklich die Leute, die halt gerne selber fahren. Also gerne halt selbst in deinem Steuer sitzen oder quasi Triebfahrzeugführer simulieren. Also das ist quasi so, dass das Fokus vom Hobby ist. Und da gibt es die Leute, die halt irgendwie ganz gerne das so in Anführungsstrichen als Modelleisenbahn sehen, die dann lieber mit Editor unterwegs sind. Und das gibt es halt um sie auch. Also viele, vor allem die, die halt auch viele Karten bauen, vor allem die sind auch tatsächlich dann eher so die Leute, die zwar dann auch mal Spaß haben, da 1-2 Mal über die Karte zu jagen, aber so deren Hauptaugenmerk halt irgendwie das ist, ich hab Bock, irgendwie was halt zu erschaffen, so Modelleisenbahnmäßig. Also man baut dann, man schafft sich seine Umgebung und sowas, ne? Und zwar nicht eben zum Zweck, um dann später sehr viel Fahrspaß zu haben. So war es ja bei mir zum Beispiel, eine Karte, die ich halt gebaut habe damals, das war nicht aus der Moderation, dass ich ja Bock an so Modellbau, sondern ich hatte tatsächlich Lust halt darauf zu fahren. So, ich habe auf das Ziel hingearbeitet und das Bauen war unterm Strich halt irgendwie Mittel zum Zweck. Aber es gibt halt Leute, deren Hobbyfokus tatsächlich das halt ist, das zu bauen, was halt, glaube ich, früher echt sich dann in Modelleisenbahnen irgendwie kanalisiert hat. Und heute ist es dann halt irgendwie in einem Simulator, sei es jetzt Omsi, sei es jetzt im TS, je nachdem, welchen Fokus es dann hat. Und dann gibt es da auch noch
Leute, die dann irgendwie eher so Wert auf den Betrieb legen, also um das Drumherum. Die das dann irgendwie gerne als Fahrgastsicht erleben und so weiter und so fort. Also gibt es da so viele verschiedene Ausprägungen. War mir zwar vorher schon prinzipiell bewusst, vor allem ist der Unterschied zwischen Leute, die halt gerne Karten... zwischen Karten und Fahrfraktion, aber dass es halt noch so viel mehr gibt, das fand ich halt echt irgendwie so augenöffnend irgendwie. Da sieht man auch wieder, wie viele verschiedene Facetten eigentlich so ein Hobby rund um ja, Bus und Bahn halt irgendwie haben kann. Das ist ja bei Zügen ja auch nicht anders. Also seit ein paar Jahren finde ich auch mit Zügen irgendwie immer cooler, so fahren auch häufiger Train-Simulator und sowas. Auch da bin ich eher so vom Fokus her der Typ, der ja gerne selber fährt. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, Trainspotter oder sowas, sind ja dann Leute, die A, halt an dem Betrieblichen halt irgendwie interessiert sind, welcher Zug fährt wann über welche Strecken. Und um dann halt quasi Fotos von außen zu machen. Ich weiß aber, dass ich dann, wenn dann eher Interesse dran habe, wie sind die Fahrzeuge irgendwie innen ausgestattet und sowas, also wirklich irgendwie auf den Fahrbetrieb fokussiert, aber auch da wieder die verschiedenen Facetten von Interesse an Zügen ist, finde ich halt auch irgendwie immens. Also da gibt es so viele Abstufungen. Was denke ich mal vor allem, also wenn man jetzt das eine Weile lang tut oder selber Interesse dran hat, ist es wahrscheinlich nicht ganz so wow, aber ich denke für Außenstehende, die halt von außen so ein bisschen da drauf gucken und die sowieso, ich sag mal, solche Art von Hobbys immer eher belächeln, also schon wieder rollen, ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer nachvollziehbar, welche Begeisterung man auch quasi dafür haben kann. Welche wir auch alle haben, ne? Also, es ist ja, wie gesagt, jeder von uns hat einen anderen Fokus. Bestimmt schwert auch nicht jeder von euch selber um sie, sei es jetzt aufgrund von, weiß ich nicht, fehlender Ausstattung oder anderes Interesse, keine Ahnung. Es ist auch alles unterschiedlich. Wir sind ja ein relativ bunter Haufen hier. Und das finde ich halt irgendwie das Interessante, dass halt ein Hobby so viele Facetten haben kann. Finde ich bemerkenswert. Finde ich cool. So. Aber mein kleiner Monolog. Oh, ich bin ja schon dreiviertel schon unterwegs hier. Krass. Jetzt schon trinken hier. Seit am Faseln. Merkt, dass man trockenen Mund kriegt, aber ja, ach komm. Jetzt müssten wir ja genau, das ist doch da gleich schon dann Einfahrt. Ich glaube, wir müssten dann bald da sein. Das ist dann, glaube ich, so doch die Ausläufer, oder? Nee, noch nicht ganz. Nee, noch nicht. Okay, das ist nicht der Teil, den ich meinte. Gibt doch auch quasi am Ortsausgang von Bad Karlstein auch so eine... Da guckt man doch auch irgendwo links hoch und dann steht da irgendwas auf so einer Anhöhe. Da kann man, glaube ich, auch hochfahren. Okay, wir fahren erstmal noch irgendwo... Irgendwo anders lang. Gut. Ja, aber Waldes... Ich glaube, das ist doch bald da. So, immer rein die Dame. Hallo. Ah, kein Fahrschein. Auch beruhigend. Ach, der schöne Möllblinker. So. Irgendwie gehört er zu dem Fahrzeug. So, da ist frei. Ja, Mai, da auch. Ja, gut. Wir fahren jetzt auch Bad Karlstein ja auch nochmal so ein bisschen durch den Ort, ne? Das ist ja auch nicht nur zack und am Bahnhof, sondern das ist ja schon ein bisschen was. So. Hier wäre jetzt ein schöner Retarder-Spot, finde ich. Ja gut, aber hier, ich sag mal, mit dem Motor, den wir jetzt ein bisschen bremsen lassen, ist auch nicht verkehrt. Arme Drehzahl. Wobei, das ist ja noch vertretbar. Ich glaube, halt besser, wenn er da jetzt, als wenn er da jetzt mit dem Fuß bremsen würdest. Das wäre so ein klassisches Retarder-Stückchen hier.
So, der subtile Haltewunsch. Uiuiui. Ja, schon, wir haben ja noch ein bisschen weniger los hier, ne? Ah. Ja, das müsste doch also die Ausläufer sein, oder nicht? Ich glaube, das hier habe ich gemeint. Kann das sein? Ja, ich glaube, das hatte ich gemeint. Genau, Exkursionsfahrten zum Schloss. Ja, das habe ich gemeint. Gut. Da sind wir jetzt im Bad Karlstein. Das ist grün. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Fußgängerampel ist. Ach, ich fahre meistens, wenn dann die andere Richtung tatsächlich. Das hier ist eher selten. So, und dann ab in der Altstadt hier. So, vorsichtig da durch. Da kommt keiner. Gut, wer auf unserer Seite, der... Mach hier mal die Haltestelle. Ja gut, da stehe ich jetzt halt mitten im... Stimmt, aber die Haltestelle. Stehe ich hier mitten auf dem Bereich, wo man dann nicht durchkommt. Naja, naja. Hallo, so, schönen guten Tag. Unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Dankeschön. Bringt Ihnen das überhaupt was? Gilt die dann auch im Zug? Frage, ja. Ist die Frage. Aber für die 3 Meter brauchst du keine Tageskarte, die wäre jetzt auch gelaufen. Da verpasst man ja noch seine Termine. Ja, hast du Termine? Welche Termine überhaupt? Okay, das heißt, wir sind über 5 Minuten zu spät. Naja. Ist auch so ein Ding für die von Überlandbusverkehr. Du weißt halt auch nicht genau, wann der Bus kommt. So. Froh sein, wenn der überhaupt kommt. So. Noch ein bisschen mehr Bus, was wir hier haben. Das heißt, wir müssen ein bisschen besser aufpassen um die Kurve. Wie gesagt, im Vergleich zum 17er Business haben wir ja noch die nachgelenkte dritte Achse. Überhaupt eine dritte Achse? Ja, ja. So, das heißt, wir kommen dann, glaube ich, ein bisschen besser um die Kurve. Aber das ist echt so das Ding. Also, ne, die Business-Variante, da merkt man halt echt, dass an den Ecken, also jeden Ecken und Enden, versucht wurde halt ein möglichst günstiges Fahrzeug, sowohl halt im Kauf, als auch im Unterhalt anzubieten. Ja, dass das halt so die Reihe für die Business-Fahrzeuge ist. Natürlich großen Teil ähnliche Ausstattung, aber hat an solchen Details, die sonst halt auch irgendwie teuer werden könnten, noch eine dritte Achse halt irgendwie. Dass solche Kostenfaktoren halt einfach nicht mit reinfallen. Schönen guten Tag. Alle noch Fahrkarten? Nee, gut. Komm, mach zu hier die Hütte. So, ich habe hier Vorfahrt. Ich weiß aber auch nicht, ob die das interessieren würde. Ja, wissen wir nicht. Im Zweifel, viel los ist hier nicht. So, schön. Schön, schön hier durch die Altstadt und die Ausläufer juckeln. Ist da noch auch, glaube ich, schon gleich Bahnhof, oder? Ich verstehe nur Bahnhof. So, Anschluss ist auf jeden Fall weg. So, vorsichtig da irgendwie. Nee, okay, wir halten hier nochmal. Na gut, da gibt der Sinn, wir sind jetzt auch echt einen großen Schlenker gefahren, wenn wir so lange nicht gehalten wären. Das wäre auch irgendwie ein bisschen ineffizient. Karlstein Post, aber halt mir dann nach der Kurve? Ja, okay. Tatsache. So, da frei. Du auch frei, jo mei. Ach, das ist für die immer, das reibt sich so schön. So. Ja, ganz schön viel, dafür, dass es nur noch 3 Meter weiter geht, ne? So, dann einmal rein mit euch. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Ach so. Da. Hast du gar noch Tageskarte, willst du? 40, 50, 4 und 1. Bitteschön. Guten, ich brauche einen Kinderfahrschein. Nee, warte mal, stopp, hat mich verklickt. Kann ich das abbrechen? C. X. Zurück, F6. Jetzt wartest du mal einen kleinen Moment. Ich druck dir das richtige Ticket aus, sonst wird er teuer für dich. Bitteschön.
Ich kann ja auch gerne eine erwachsene Tageskarte verkaufen. Die hatte ich nämlich gerade ausgewählt. Bin um eins mein Ticket quasi verrutscht. So. Jetzt müsste das dann aber langsam, aber sicher wirklich dann der Bahnhof sein. Ja, ich glaube genau da vorne und dann zack, ich hoffe mal echt, dass für die Leute, dass der Zug noch nicht weg ist. Wenn es dann einen Anschlusszug gibt, ich weiß natürlich, ist jetzt ja nicht sonderlich die Hauptverkehrszeit, ob da überhaupt noch was fährt, aber 5 Minuten sollte man halt, glaube ich, es wäre sinnvoll, das im Fahrplan eingeplant zu haben. Weil sonst könnte das halt häufiger mal passieren, dass da was später... Hier steht sogar ein S. Boah, kommen aber ganz gut rum hier. So, da ist der Bahnhof. Das heißt für uns, wir halten jetzt mal nur hier, hätte ich gesagt. Ah, Schnee waren irgendwie immer noch mit, dort immer seltsam ist. So, hier ist ja quasi Ende. Wir würden dann quasi geradeaus weiter auf den Hof fahren. Oh ja, zu spät, zu spät, zu spät. Danke für die Info. Ja. Wo ist dann der Bahnhof? Müssen sie gucken, ob sie noch was kriegen. Ansonsten, ich sag, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und vielleicht bis heute Abend. Im Stream vielleicht auch nicht. Macht's gut. Tschüss.